Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus zurück in Uncharted 4. In der letzten Folge haben wir gesehen, wie Nathan die Klippe runtergestürzt, sich den Kopf hart angeschlagen hat. Gut, wir haben noch Elena gehört, die ihn da gefunden hat. Aber er hat jetzt wieder einen Traum, eine Vision aus der Vergangenheit. Kurze Zeit hier danach, wo wir aus dem Waisenhaus ausgebrochen sind mit Sam, sind wir jetzt hier auf einem Anwesen. Schauen wir mal, was hier auf uns wartet. Wir müssen einen Weg da hineinfinden. Es ist auf jeden Fall groß. Warte mal, Sam. Was zu sagen? Was zu sehen? Der Mond scheint durch die Bäume. Gut, dass hier keine Wachhunde oder irgendwas auf uns warten, ey. Nee, wir wollen, denke ich mal, nicht zur Haustür gehen. Um diese Uhrzeit. Wenn wir gepackt werden, haben wir richtig Probleme am Hals. Wobei Sam ist das, glaube ich, gewohnt. Aber Drake hat schon genug Probleme im Waisenhaus. Gehen wir hinten rum, ja? Hinten rum. Guck mal, da das. Hey, Nathan, da. Ein offenes Fenster. Ach ja. Hier, mir nach. Da eben so der Mond, dann da dieser Scheinwerfer. Sieht cool aus, wie der Baum dann angeleuchtet wird. Garagentor. Okay, gib mir deine Hand. Ja, hier. Okay, gut gemacht. Das schaffe ich. So hoch kann ich nicht springen. Ach komm. Muss ich wieder Umwege gehen? Er sagt ja, noch nicht mal was dazu. Mir. Arsch. Folge mir. Oh, da ist Fenster offen. Komm, Nathan. Fahrlässig, so ein Fenster aufzulassen. Wow. Gruselig. Ja. Ja, hier. Ich hab noch einen. Danke. Und suchen wir nach einem bestimmten Zimmer? Halte einfach Ausschau nach Büchern, Magazinen, Aufzeichnungen aller Art, okay? Aha. Hier drin ist nichts. Aber guckt euch mal die Klamotten an. Das sind Expeditionsklamotten, so. Oder was man auch braucht, um im Dschungel in der Wüste zu überleben. Feldflasche, die Wanderstiefel. Guck mal, könnte sein, dass hier so Archäologen wohnen. Oder Indiana Jones. Eins von beiden. Aber der war auch Archäologe. Und Lehrer. Kunstsammler. Okay. Miss Evelyn. Mein Name ist Kenjiro Namba. Ich war letzte Woche in der Adventure Lounge bei ihrem Vortrag zu ihrem neuesten Fund, dem Rüstungssatz aus der Tokugawa-Ära, den sie vor der Küste Okinawas in ihren Besitz gebracht haben. Ihre Präsentation war äußerst faszinierend, obwohl mich der herablassende Ton der Fragen aus dem Publikum überraschte. Ich finde, die Anerkennung und der Respekt für die geleistete Arbeit sollten nicht von ethnischer Herkunft oder Geschlecht abhängig sein. Ich vermute, dass wir beide dieses Problem kennen. Ich schreibe Ihnen heute, weil sich seit kurzem eine französische Turnierrüstung in meinem Besitz befindet. Ich bin mir jedoch nicht hundertprozentig sicher, was die Datierung oder Herkunft angeht. Falls es Ihre Zeit erlaubt, würde ich mich freuen, wenn Sie mir mit Ihrer Fachkenntnis zur Seite stehen könnten. Bitte entschuldigen meine dreistes Anliegen, aber ich werde nur noch für einen Monat in der Stadt sein. Im September werde ich nach Island reisen, um eine Wikinger-Grabstätte zu untersuchen und würde es bedauern, wenn ich vorher nicht mit Ihnen gesprochen hätte. Ich wohne derzeit im The Lennox. Falls Sie mich kontaktieren möchten, was ich aufrichtig hoffe, mit besten Grüßen, Kenjiro Namba! Nee, Kenihishiro! 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 Da ist er! Kenjiro! Mit der Turnierrüstung aus Frankreich. Okay.
Da hatte die Evelyn wahrscheinlich Probleme, weil sie in diesem Beruf eine Frau ist und da von den männlichen Archäologen nicht gut anerkannt wird. Evelyn? Okay. Wo ist denn jetzt Sam hingelatscht? Hat die Tür genommen? Nö. Ah, da. Gefunden. Da ist noch ein Kasten. Nein. Schlafsack, noch eine Flasche. Hier unter dem Dach ist es nicht. Die Küsten sind voller alter Reise- und Campingausrüstung. Campingausrüstung. Schuhe sind aber groß. Also die hier gehören keiner Frau. Er geht einfach runter. Ist keiner zu Hause? Und wie finden wir sie? Was? Mams Notizbücher? Weißt du nicht mehr? Die hatten immer diese cremefarbenen Einbände. Ja, ich weiß, aber das ist riesig hier. Wie eine Nadel im Heuhaufen. Also die Mutter soll ja tot sein und ihre Notizbücher sollen hier zu finden sein. Von der Mutter. Aber es war eben auch schon von einer Evelyn die Rede. Aha. Warte. Weißes Leder. Sam, hier ist was. Echt jetzt? Weißes Leder? Aha. Nein, das ist nicht von Mom. Aber du bist auf dem richtigen Weg. Weiter. Kenshiro Namba, Kyoto Universität. Relikte von Tokugawa. Wieder der. Ey, die haben hier einen Kicker. Digga, lass mal kickern, ey. Ich mach dich kalt. Das passt ja hier immer so gar nicht rein, der Kickertisch. Warte, erstmal die Vase angucken. Hey, Sam. Nenn mich verrückt, aber das sieht aus wie eine Ming-Vase. Nathan, welcher zurechnungsfähige Mensch lässt eine Ming-Vase einfach so herumstehen? Ja, ist bestimmt nur ein billiges Imitat. Ich denke nicht. Das. Richtig? Richtig. Das ist eine echte Ming-Vase. Sieht man doch an den Gravuren. Okay, Arbeitszimmer. Gott, was hier alles für Schund rumsteht. Da ist noch ein Fahrrad. Ein Schaukelpferd? Plattenspieler, nice. Nice one. Okay, da ist ein Zettel, den kann ich gleich lesen. Das war mal ein Kinderzimmer. Das Spielzeug noch im Regal gewesen. Also nicht nur das Schaukelpferd, sondern auch noch was anderes. Lieber Eddie? Aha. Grüße aus Peru. Ich hoffe, mein Brief kommt sicher bei dir an. Hier gibt es kein Postamt, nur einen kleinen Flecken Gras, der als Start- und Landebahn dient. Und langsame Boote, die den Fluss Manu hinauffahren. Ich wünschte, du wärst dabei gewesen, als wir gestern Brüllaffen gesehen haben. Okay. Hellorangene, sehr neugierige Kreaturen mit ausdrucksvollen Gesichtern, obwohl ich ihre Laute nicht direkt als Brüllen bezeichnen würde. Klingt es wie ein Orkan, gemischt mit dem Gebrüll eines Löwen. Wäre es nicht illegal und gefährlich, würde ich einen als Haustier für mich nach Hause bringen. Ein Brüllaffe, genau. Die sind so übelst laut, die Viecher. Deine Mutter ist sehr beschäftigt mit den Vorbereitungen für die morgige Exkursion in den Dschungel, wo wir hoffentlich unsere Forschungen abschließen können. Sie sendet liebe Grüße. Ich verspreche, dass wir dich auf unseren Reisen mitnehmen werden, wenn du älter bist, damit du die große, weite Welt selbst entdecken kannst. Sei lieb zu Großmutter, lerne fleißig, wir sehen uns in einem Monat wieder. Alles Liebe, Dad. Dad hat also einen Sohn gehabt, Eddie, der hier bei seiner Großmutter gelebt hat. Alles klar. War das dein Haus? Das ist ja wieder die Dame und das ist, glaube ich, wieder dieser Kenichiro, oder? Hey, erinnern dich die Kisten an etwas? Nö. An jedes unserer Häuser? Genau. Ich weiß noch, wie Dad immer sagte, warum überhaupt auspacken? In einem Monat ziehen wir eh wieder um. Yep. Immer schön arschig. Der Vater, der hat ja die Kinder weggegeben ins Waisenhaus, als die Mutter
Selbstmord begangen hat. Was hat der, das ist aber die Frage, was hat der Vater danach gemacht? Hat der Vater vielleicht noch eine andere Familie? War das hier vielleicht der Vater und Eddie sozusagen ein Stiefbruder? Mal Vermutung nur. Ich diskutiere, also ich denke hier ein bisschen gerade Sachen aus. Nächster Raum. Aber interessant hier. Ach, sie bewegt sich nicht. Hier, machen wir es zusammen. Bereit? Okay. Die machen ganz schön viel Lärm. Was zum Teufel? Yo! Das ist so eine Art Sarkophag. Ja. Sieh dich um. Hier stehen jede Menge Sarkophagi. Sarkophage. Sarkophagi, Sam. Ist das Tut? Echt? Was ist das hier? Tja, finden wir es heraus. Ja, die sind echt. Und die Ming-Vase war auch echt. Da ist auch ein Bild von Uschi. Cool. Ah, guck mal hier. Na, also, ne? Deine besten Teile haben auch mal bessere Tage gesehen. Das ist römisch. Drittes, vielleicht viertes Jahrhundert. Römisch. Ist ja fast wie so ein Museum hier. Oh, guck mal hier, eine eiserne Jungfrau. Alter. Ein Oni-Krieger. Guck mal hier, Einbalsamierungsflasche. Kanopen. Genau. Cool. Da wurden Innereien und wichtige Organe drin gepackt. Als bei der Mumifizierung werden den Leuten das ja entnommen, Herzen und Gehirne und so. Und die werden in solchen Dingern hier, wurden die gelagert und mit ins Grab gepackt. Die inneren Organe, die wichtigen. Hey, erkennst du das? Sowas habe ich schon mal gesehen. Liegende Figuren. Etruskisch. Ah, stimmt. Ja, Mann und Frau. Gemeinsam begraben. Irgendwie finster. Auf eine ziemlich coole Art. Findest du? Ja. Das ist ein verdammtes Museum hier. Gibt es auch einen Dinosauriertrakt? Gut möglich. Habe ich ja gesagt, fast wie ein Museum, ja. Okay, jetzt kommen wir in die Wäscherei, oder was? Da ist wieder so ein Kasten. Hier ist noch eins. Das ist aber auch wieder weißes Leder. Nein. Das antike Persepolis, Amir Abasi, Teheran. Ich bin ein Scherzkeks, schon immer. Du solltest nicht so viel reden, wenn du so weit weg stehst. Hier ist nichts. Da sind die Wäschetrockner und so. Okay. Kleine Aufbewahrungskammer. Hey, Nathan, sieh mal her. Wer bin ich? Dr. Livingston, komm. Nicht schlecht. Ja. Okay, Küche. Eine Notiz auf dem Küchentisch. Mann, was gebe ich für so eine Einladung? Ja, die Einladung zur Adventures Launch, wo sie den Vortrag gehalten hat, die Evelyn. Da. Feiern Sie mit uns in der Adventures Launch, jährliche Weihnachtsgala. Und auf der Rückseite... Lange nicht gesehen. Ich hoffe, du bist dieses Jahr mit dabei. Charles. Charles hat dir die Einladung geschickt. Du hast ja immer noch diesen Kasten, den Hut auf, Mann. So ein Safari-Helm.
Lass das mal. Globus. Wo soll es hingehen? Hä? Wenn dir die ganze Welt offen steht, wo gehst du hin? Überall? Überall. Na gut. Nach Köln zur Gamescom. Mal sehen. Indien. Ja, wir sehen uns das Taj Mahal an. Er dreht sich und dreht sich. Sowjetunion. Na. Auf nach Moskau. Ja, da kommen wir vielleicht nicht so leicht rein. Aber den roten Platz will ich mal sehen. Auf ein neues. England. Windsor Castle. Das wäre cool. Nicht wahr, Sam? Hey, sieh mich nicht so an. Ich kann nichts dafür, dass du noch nicht geboren warst. Und viel erinnere ich mich eh nicht. Und so cool war es nicht. Aha. Aha. Nochmal? Okay. Ein letztes Mal. Ein letztes Mal. Brasilien. Ja. Hey, das ist mal was. So viele unentdeckte Orte im Regenwald. Und so viele unentdeckte Stämme mit Giftpfeilen. Ja, das auch. Coole Indianerstatue mit dem Pfeil. Aha. Römisch. Hey, sieh mal. Arme Cäsar. Yeah, ich bin Gladiator. Es ist heiß da drin. Ja. Könnte ruhig mal ein bisschen heller werden gleich wieder hier. Okay. Da ist noch eine Figur. Fruchtbarkeitstotems. Hey, bist du nicht etwas zu jung für so etwas? Wow. Dieser Tisch ist so groß wie der im Speisesaal im Waisenhaus. Das Essen war hier bestimmt besser. Mhm. Keine Kunst. Mann. Die haben hier bestimmt tolle Feste gefeiert. Sind Napoleon? Den Artefakten nach hatten sie jedenfalls das Geld dafür. Ja. Das letzte Fest scheint aber eine Weile her zu sein. Oh, Schießeisen. Okay. Das Bild, das war schon mal oben. Ist das genau das gleiche gewesen? Von Uschi. Oh, die könnte auch von Lara Croft sein. Das ist das. Kann noch funktionieren? Das ist so eine Tonfigur, ne? Von der chinesischen Kaisergarde. Okay, hier könnte wieder was sein. Oh. Wow. Lawrence von Arabien. Den Schinken wollte ich schon immer sehen. Hat aber nie geklappt. Lawrence von Arabien, da hat er die Infos her für die Säulenstadt Iram, Ubar, das Atlantis der Wüste, Uncharted Teil 3. Das ist auch ein schöner Raum hier. Ist eigentlich mal ein bisschen heller, weil er noch mondlich von draußen reinscheint. Eine Turnierrüstung. Französisch. Ist das die Rüstung, die sie im Brief erwähnt haben. Französische Turnierrüstung. Hey. Was? Hast du mit deiner Lampe vielleicht nicht so viel gegen die Fenster? Damit uns keiner von draußen sieht? Ja, das ist sinnvoll. Northern Transfer. Meine liebste I, also wieder Evelyn, deine Reise nach El Mirador klingt traumhaft. Haben die Maya etwas für dich dagelassen? Ich freue mich darauf, bei meiner Rückkehr persönlich mehr darüber zu erfahren. Viele Grüße, A. Earhart. Die hatte aber scheinbar auch viele Partner, Verehrer, wie Kannst man das nennt. Kannst du dir vorstellen, der zu sein, der das alles entdeckt hat? Das wäre was, oder? Schon wieder weiß. Verdammt. Aufzeichnungen über alles und jeden, aber keine von Mom. Das Haus ist groß. Nicht aufgeben.
Das ist echt groß. Heute eine Stöberfolge hier. Samurai! Na, erkennst du das Wappen? Malvenblätter sind, warte, nicht sagen, Tokugawa. Ja, das stimmt. Samurai! Den behalte ich auf, Samurai-Helme sind cool. Besser als der römische Scheiß. Wollt ihr da einer was verbrennen? Okay. Aha. Ich glaube nicht, dass Moms Tagebücher hier sind. Gehen wir. Was davon übrig ist? Gehen wir nach oben. Jemand wollte ihre Sachen kaufen. Sie haben wohl abgelehnt. Das Geld brauchten sie ja nicht. Ich würde mich von dem Zeug auch nicht trennen. Okay. Ich will es mal lesen. Erlauben Sie dem Sarkophag, sich zu den Seinigen aus Amenhoteps Gruft in unserem Museum zu gesellen. Ich kann Ihre Widerwillen gut verstehen, schließlich haben Sie ihn vor uns gefunden. Unser Angebot ist jedoch mehr als großzügig und ich kann Ihnen versichern, dass er mit der nötigen Sorgfalt und dem erforderlichen Respekt behandelt und ausgestellt wird, entsprechend dem Aufwand seiner Bergung. Jahrelang haben Sie zu Hause seine Pracht genießen können. Es ist an der Zeit, sie mit dem Rest der Welt zu teilen. Ich hoffe, Sie werden mein Angebot überdenken. Hochachtungsvoll, Peter Kay. Museen wollten also die Sachen hier kaufen, den Sarkophag zum Beispiel, um ihn auszustellen. Da der Brief verbrannt wurde, hat derjenige, dem das hier alles gehört, nicht so viel davon gehalten. Yeah. Sollten wir aber hier nicht laufen lassen, glaube ich. Tun schon genug Aufsehen erregen, wo wir hier mit der Taschenlampe rumlaufen sind. Okay, Sam ist oben. Gehe ich auch mit hoch. Finden wir die Tagebücher noch in der heutigen Folge? Oder wäre das einfach nur eine Stöberunfahrt? Ne? Nichts gesagt? Okay. Mams Sachen sind vielleicht in einem dieser Räume. Wir müssen da rein. Ist alles zu? Verschlossen. Was machen wir jetzt? Beide Türen sind zu. Wieder runter? Das hat ja was gebracht. Hey. Was? Der Lüftungsschacht. Da oben. Jo. Oh ja. So kommen wir vielleicht in den Raum da runter. Nicht wir. Du. Was? Ich komm nicht durch. Schaffst du das? Soll das ein Witz sein? Schaff ich das? Okay. Dann zeig mal, was du kannst. Hebe ich mal auf die Schultern. Soll ich denn darauf kommen? Oder gibt es ja auch einen Eingang? Aha. Mach mal was. Zieh! Können wir? Oh, ups. Ein Polaroid-Kamera. Eine Polaroid. Zeig mal her. Ich glaube, sie geht noch. Komm her. Und jetzt lächeln. Verlier's nicht. Okay. Schütteln wir nochmal. Schüttel. Polaroid gibt's heute auch kaum noch, ne? Und wir schütteln, bis es farbig wird. Na, fast. Gut, dass wir auch beide die Helme jetzt auch noch dazu aufhaben. Okay. Reicht. Was macht er jetzt mit dem Schrank? Okay.
Hier oben. Ach, da ist auch ein Lüftungsschacht. Ich soll von hier aus rüberklettern zum Lüftungsschacht. Boah, das wird ja ein Weg. Das wird ja aber in der nächsten Folge machen. Es war jetzt in dieser Folge ein bisschen rumgestöber hier im Museum, interessante Sachen gesehen, aber storytechnisch noch nicht so weit fortgeschritten jetzt, also nichts gelernt. Aber ich fand es trotzdem ganz interessant, ein paar Sachen zu finden und zu sehen und die Gespräche zwischen den beiden Jüngchen hier und dann das Bild. Also, es geht in der nächsten Folge weiter. Den Hinweis brauche ich nicht. Ich weiß, dass ich da hochklettern muss. Also Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge von Uncharted 4. Tschüss!